Wesentlich früher als in den vergangenen Jahren hat Google soeben die neuen Smartphones der Pixel 9 Serie vorgestellt. Über die vielen wichtigen Neuerungen wussten wir im Voraus durch die zahlreichen Leaks und Gerüchte schon gut Bescheid. Ebenso mit angestiegen ist aber natürlich auch der Preis. Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen das Design, eine verbesserte Kamera und ein neuer Prozessor. Doch beim näheren Betrachten der Geräte fällt uns eine Sache auf, die man wirklich schwer verschweigen kann. Sie ähneln wirklich stark dem Wettbewerber nebenan in Cupertino. Alleine wenn wir uns das Design der Smartphones mal von außen anschauen, mit dem neuen flachen Kanten, das scheint von der Form her schon wirklich stark inspiriert. Okay, ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, dass das halt der aktuelle Trend im Markt ist, aber mit Blick auf das Line-up zeigt sich noch deutlicher, dass sich Google auch strategisch in Richtung des iPhones entwickeln möchte. Letztes Jahr wurde ich persönlich durch die Vorstellung eines kompakten Pixel 8 ziemlich überrascht. Das hat sich damit direkt neben das iPhone 15 von Apple positioniert. Gleichzeitig werden die älteren Non-Pro-Geräte als günstigere Option immer weiter offiziell verkauft, wenn man auf die Google-Seite schaut, genau wie man heute auch noch das iPhone 14 und 13 kaufen kann. Wo andere Android-Hersteller gänzlich neue Modelle für diesen Preis vorstellen würden, gibt es bei Google halt ein Jahr älteres Smartphone. Wo sie sich da leider auch an Apple angrenzen, ist die Geschwindigkeit des Fortschritts. Jedes Jahr sehen wir in jedem Segment einen kleinen Schritt vorwärts, aber keine weltbewegende Neuerung. So habe zumindest ich jetzt das Pixel 7, 8 und 9 wahrgenommen. Doch auch bei den Pro-Modellen zeigt sich dieses Jahr genau die gleiche Differenzierung wie bei Apple, mit der Unterscheidung zwischen einem Pixel 9 Pro, das die gleiche kompakte Größe wie sein kleiner Bruder hat, und einem Pixel 9 Pro XL mit identischen Features, aber größerem Gehäuse. Das ist natürlich sehr auffällig, denn von Apple kennen wir das genauso. Dort heißt das größere Modell nur nicht Pro XL, sondern halt iPhone Pro Max. Über das ganze Line-up hinweg erhalten wir auch ein sehr einheitliches Design, wobei sich die Modelle von außen aber trotzdem ganz klar voneinander abgrenzen können. Der Kamerabalken ist bei jedem Modell ein sehr charakteristisches, elegantes Element, durch das die Pixel-Smartphones, denen man immer häufiger auf der Straße begegnet, auch sofort ins Auge fallen. Gleichzeitig erkennt man auch die Position der Geräte. So ein Pixel 9 Pro strahlt schon deutlich mehr Aura aus als ein Pixel 7a. Genau so ist auch das Line-up der iPhones gestaltet. Während man sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 15 Pro anhand ihrer wiederkehrenden Designmerkmale als solche erkennen kann, sieht man sofort und deutlich, welches von den beiden das teurere Modell ist. Also, schon letztes Jahr haben wir die Google Pixel 8 Reihe als die iPhones in der Android-Welt bezeichnet. Mit diesen noch deutlicheren Tendenzen ist es inzwischen wirklich offensichtlich, dass sich Google strategisch von Apple inspirieren lässt. Da stellt sich zunächst einmal natürlich die Frage, wieso das Ganze? Nun, in der Vergangenheit waren die Pixels bis zur fünften Generation ja keine wirklich ernstzunehmenden Smartphones. Doch für Google war das auch kein Problem, schließlich sind sie ja der Herausgeber vom Android-Betriebssystem und profitieren somit von jedem Hersteller im Markt, bis auf Apple, mit. Erst seit kurzem wollen sie die Schaufel wieder selbst in die Hand nehmen, da genau diese Hersteller zunehmend daran scheitern, Apple zu bremsen. Das wird mit Blick auf die eindeutigen Entwicklungen bei den Marktanteilen auch schnell deutlich. Apple schafft es hier, deutlich zuzunehmen. Das zeigt sich auch nicht nur bei uns in Europa, sondern auch in vielen anderen wichtigen Regionen, wie zum Beispiel China, einem Markt mit viel größerer Kaufkraft, trotz des immer stärkeren Wettbewerbs durch chinesische Hersteller. Aber auch in Indien zum Beispiel, einem stark wachsenden Schwellenmarkt, wo ihr Marktanteil von einem auf inzwischen 5% gewachsen ist. Doch die wichtigste Region für die amerikanischen Hersteller ist natürlich zu Hause, in den Vereinigten Staaten. iPhones stellen dort inzwischen über 50% der verkauften Smartphones dar, kommend von gerade einmal 41% im Jahr 2018 beim iPhone XS. Bei Teenagern, der wichtigen jungen Generation, ist diese Ausprägung noch viel deutlicher. Dort sind gleich über 90% der genutzten Smartphones iPhones. Mit diesem starken Wachstum hat es Apple geschafft, ihren globalen Marktanteil deutlich zu expandieren. Von 13% in 2019 bis zu 19% heute und das, obwohl die allgemeine Nachfrage nach Smartphones, weil sie immer besser werden, deutlich sinkt.
Durch das Gewinnen von diesen neuen Konsumenten, gerade in jungen Altersklassen, ist Apple von diesem Rückgang in der Nachfrage fast gar nicht betroffen. Des Weiteren darf man nicht außer Acht lassen, dass Apple hauptsächlich im Premium-Segment wächst und dort die Anteile von Android-Herstellern aufisst, wodurch sie gleich doppelt gewinnen, denn nur bei den wirklich teuren Smartphones erhält man langfristige Kunden und auch einen hohen Umsatz. Dabei gilt bei so Konsumgütern eigentlich, dass je älter eine Produktkategorie wird, desto mehr Wettbewerber erscheinen, der Erfinder dann irgendwann aus dem Markt gedrängt wird und die Preise fallen. So war es bei Fernsehern, so war es bei Computern, so war es bei MP3-Playern. So sollte es eigentlich auch für Smartphones passieren, doch das iPhone hat dieser Regel ein Ende gesetzt. Die Ursachen dafür sind auch vielfältig. Zunächst einmal fokussiert sich das iPhone ausschließlich auf den Premium-Segment. Wenn man einen Laien nach der ersten Assoziation zum iPhone fragen würde, wäre es sicherlich der hohe Preis. Dadurch können Sie jedoch garantieren, dass jedes iPhone, das man verkauft, auf jeden Fall erstmal eine sehr starke Leistung und gutes Nutzungserlebnis mit sich bringt. Genau die gegenteilige Strategie zu allen Android-Herstellern, die sich auf Budgets wie zum Beispiel 300 Euro Verkaufspreis limitieren, dadurch zwar dann auch günstiger sind, aber die Kunden dann später aufgrund von Problemen oder Bugs verlieren. Allgemein werden Smartphones ja immer länger genutzt, da sie natürlich alle im Durchschnitt viel besser werden, wodurch auch von Seite der Konsumenten ein immer höherer Preis gezahlt wird, gerade in wirtschaftlich gut entwickelten Ländern. Ja? Wenn ich mein Smartphone schon 5 Jahre nutzen möchte, dann kaufe ich mir auch direkt ein gutes. Die Art, wie ein Smartphone-Kauf zu kategorisieren ist, hat sich also deutlich transformiert. Das heißt, ein Smartphone-Kauf ist inzwischen weniger wie ein kleines Gadget, sondern wird schon wie etwas Großes angesehen. Zum Beispiel vergleichbar damit, wenn man sich ein neues Auto kauft. Ja, tatsächlich, denn auch da geht man von einem hohen Wiederverkaufswert und einer langen Nutzung als Werkzeug aus, was es eben rechtfertigt, etwas mehr Geld auszugeben. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Mobilfunkanbieter, die so wie Autoverkäufer agieren und sehr viele sehr reißerische Angebote anbieten, zum Beispiel als Ratenzahlung in Kombination mit ihren Datentarifen, die alle den hohen Preis verschleiern. Ich stand vor ein paar Wochen auf dem Times Square in New York und einer der größten Werbungen war tatsächlich von T-Mobile mit den Worten "iPhone 15 geht auf uns". Insgesamt offenbart diese Entwicklung ein deutliches Problem der Strategie von Android-Smartphones, nämlich dass dieser Verkauf in Massen durch die Konsolidierung des Marktes zunehmend unattraktiv wird, weil man darauf angewiesen ist, dass Leute alle paar Jahre ihr Telefon wechseln. Mit Blick auf diese ganzen oben aufgeführten Probleme ist es für Google offensichtlich ziemlich schwierig, nur dabei zuzuschauen, wie ihr Betriebssystem immer mehr Nutzer an den goldenen Käfig aus Cupertino verliert. Bei Samsung als größter Hersteller von Android scheint es auch eher unwahrscheinlich, dass sie diesen Trend absehbar verändern können. Also hat Google damit angefangen, diesen Kampf selbst in die Hand zu nehmen. Seit der Pixel 6-Reihe in 2021 erkennen wir eine deutliche Änderung bei der Strategie der Pixel-Smartphones. Zunächst einmal muss man ehrlich sagen, dass sie seitdem viel besser geworden sind. Seitdem ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen und in diesem Rahmen meine Hände an verschiedene Smartphones und Testgeräte zu bekommen, waren die Pixels aus zufälligen Gründen schon immer mit dabei. So habe ich lange Zeit das Pixel 4 als mein zweites Testgerät ever benutzt und später dann auch das Pixel 5 sowie 6 und 6 Pro. Es ist einem schon sehr deutlich geworden, dass sie ab dieser Generation vom Pixel 6 einen ganz anderen und viel ernsteren Ansatz verfolgt haben. Die ganzen Kinderkrankheiten und Spielereien sind verschwunden, stattdessen fanden wir ein viel ausgereifteres Produkt vor, das sich nicht mehr nur noch an eine kleine Nische richtet. Spulen wir die Zeit bis nach heute vor. 3 Jahre später sehen wir auch, dass sie es endlich geschafft haben, sich auf eine einheitliche Strategie und Designsprache zu einigen, die dem Pixel einen hohen Wiedererkennungswert verleihen. Das Lineup besteht nicht mehr daraus, jedes Jahr eine neue Sache auszuprobieren, sondern wirklich nur, sich gegenüber dem Vorgänger leicht zu verbessern, aber die grundlegende Strategie beizubehalten, ist also insgesamt viel konsequenter. Außerdem ziehen sie nun hauptsächlich auf den teuren Premium-Markt ab, erhöhen die Preise Jahr für Jahr, um Apple genau dort die Stirn zu bieten, wo Android-Hersteller früher gescheitert sind. Pixel 9 Pro XL als Alternative zum iPhone 15 Pro Max, Pixel 9 statt iPhone 15. Doch auch im günstigeren Preissegment der Mittelklasse A-Reihe zeichnen sich die Geräte durch ein sehr gutes Nutzungserlebnis aus.
Auch die Einsteiger-Smartphones erhalten immer einen der aktuellsten Tensor-Flaggschiff-Chips, die mit der einzigartig guten Softwareerfahrung kombiniert werden. Das ergibt insgesamt ein Nutzungserlebnis, das sich nicht von den Top-Modellen unterscheidet und für diese Preisklasse wirklich einmalig ist. Das haben wir vor wenigen Wochen in unserem Vergleich der drei besten Mittelklasse-Smartphones auch ausführlich herausgestellt. Somit vermeidet Google genau das Problem, dass sich ein Käufer nur das günstigere Modell kauft und dann von ruckelnder Software direkt abgeschreckt wird. Wenn man so darüber nachdenkt, ist es eigentlich genau die gleiche Strategie wie die des iPhone SE. Von den Bildschirmrändern her ist das Pixel 8a jedenfalls auch nicht mehr so weit von ihm entfernt. Doch nicht nur dadurch. Natürlich ist es auch die sehr lange Update-Garantie von 7 Jahren mit dem Versprechen für ein Feature-Drop pro Quartal, mit der sie Apple konfrontieren. Schließlich war die Langlebigkeit immer eines der wichtigsten Argumente für iPhones, bei der es bei den Android-Konkurrenten einfach keine Sicherheit gab. Wer kauft sich ein Smartphone bitte für langfristige Nutzung, wenn er davon ausgehen kann, dass es nach 2 Jahren keine Aktualisierung mehr bekommt? So ist es genau diese Update-Garantie bei Google und Samsung, die schon fast unnötig lang erscheint, die dieses Image für Zukunftssicherheit wiederherstellen will. So wird einem jetzt auch langsam klar, wieso Google die Präsentation von Pixel 9 2 Monate nach vorne gerückt hat. Durch die frühe, bewusste Streuung von vielen Gerüchten und der anschließenden Vorstellung möchte man natürlich am Interesse zum iPhone, das in exakt genau 4 Wochen vorgestellt wird, profitieren und gegebenenfalls Kunden erstmal zu sich lenken. Kein iPhone-Käufer wird nach der Vorstellung des iPhone 16 erstmal darauf warten, bis eine so ähnliche Alternative von Google kommt. Wenn man aber ohnehin gerade auf das neue iPhone wartet, also jetzt, und dann in der Presse oder im Laden mal das so ähnliche Pixel zu Gesicht bekommt, würde man das schon viel eher mal in Betracht ziehen. Und dann bietet dir Google natürlich auch sehr umfassende Eintauschprogramme, um dir den Wechsel zu Android so einfach wie möglich zu gestalten. Es ist gar nicht so lange her, da waren Google und Samsung die schärfsten Konkurrenten. Die Koreaner wollten den Namen gar nicht erst aussprechen und bezeichneten Google als Big G auf ihren Events. Tizen OS wird als Alternative zu Googles Betriebssystem für digitale Uhren vorgestellt, um sich von ihnen unabhängig zu machen. Doch spulen wir die Zeit wieder ein paar Jahre nach vorne, könnte man fast meinen, dass die zwei schon immer beste Freunde gewesen sind. Die enge Kooperation zeichnet sich darin aus, dass alle Pixel-Smartphones seit der 6. Generation mit großer Unterstützung von Samsungs Komponenten entstehen. Sei es der Tensor-Chipsatz, der so gebrandet wird, als handelte es sich eigentlich um Googles Chip, obwohl dahinter eigentlich nur ein Samsung Exynos-Prozessor steckt. Oder wir nehmen die ganzen anderen Komponenten, die Kamerasensoren, Bildschirme, die alle von Samsung zugeliefert werden. Auf der anderen Seite können wir auch auf die neue Samsung Galaxy S24-Reihe schauen. Eines der wesentlichen Verkaufsmerkmale dieser Smartphones ist die neue Galaxy AI, künstliche Intelligenz, die wieder sehr stark und auch unter eigenem Namen vermarktet wird. Doch dabei handelt es sich eigentlich auch nur um Features von Google, die inzwischen auf allen Pixel-Geräten auch verfügbar sind, zum Beispiel Circle-to-Search oder die ganzen generativen Features für Fotos, die eigentlich nur auf die Technologie hinter Google-Fotos und auf Google-Server zurückgreifen. Doch das ist nur das jüngste Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit. Anfang des Jahres hat Google einfach ihren Nearby-Share-Standard aufgegeben und durch Samsungs Quick-Share systemweit ersetzt. Das ist ein äußerst wichtiges Element als Gegenstück zu Apples AirDrop, mit dem man Dateien einfach unter mehreren Geräten teilen kann. Und es funktioniert inzwischen auch immer zuverlässiger. Diese Kooperation bei Spitzentechnologie und Software dient offensichtlich dazu, gemeinsam Kunden von Apple zurück in das Lager Android zu holen. Im Smartphone-Geschäft ist das für beide Konzerne derzeit die höchste Priorität. Daher sehen wir auch tatsächlich die zwei engsten Konkurrenten derzeit gemeinsam an einem Strang ziehen. Doch werden all diese Bemühungen ausreichen, um die Stücke vom Kuchen wieder zurückzuerobern? Nun, das Smartphone ist heutzutage, gerade auch durch seine lange Lebensdauer, schon viel mehr als ein Stück Hardware, sondern viel eher die Brücke zu dem jeweiligen Software-Ökosystem der Hersteller, in das man die Käufer fangen möchte, sodass man automatisch immer die neueste Hardware kaufen muss. Dieses Modell hat Apple über die letzten Jahre wirklich perfektioniert. Als eines der einzigen Hersteller haben sie die Nutzer im Prinzip in ein Abo-Modell für so teure iPhones gefangen. Doch die Investitionen in das Pixel-Lineup durch Google zahlen sich definitiv aus.
Genau seit der Pixel 6 Serie loben wir in jedem Video das sehr gute Nutzungserlebnis explizit. Wir beschreiben die UI häufig als die, die sich bei der Bedienung am ehesten wie iOS anfühlt, und das ist definitiv ein Kompliment. Die Software auf einem beliebigen Pixel-Smartphone ist immer konsistent, bedient sich äußerst flüssig, die Animationen sind sehr schön und ziehen sich durch die gesamte Oberfläche. Der verspielte Charakter streckt sich vom äußeren Design bis in die UI. Diese Zuverlässigkeit kommt bei vielen Nutzern wirklich positiv an. Gleichzeitig zeigt sich auch der Effekt vom deutlich höheren Marketingbudget. In jeder Großstadt sieht man eigentlich immer Pixel-Werbung hängen. Dafür begegne ich in meinem Alltag auch immer häufiger den Pixel-Smartphones. Selbst in meinem engen Freundeskreis, der nicht viel mit Technik am Hut hat, kenne ich schon zwei Personen, die ein Pixel-Smartphone nutzen. Dieses Ergebnis zeigt sich auch statistisch. Googles Marktanteil im Smartphone-Markt wächst deutlich. Sie sind von null gestartet und heute bereits bei gut 5% in den USA, 3% in Deutschland. Klingt erstmal ziemlich vielversprechend, doch das Problem daran ist, dass es sich dabei zum Großteil nur um Umsteiger von anderen Android-Smartphones handelt. Derzeit ist es also noch sehr schwierig, iPhone-Nutzer zum Wechseln anzuregen. Auch wenn ich einen sehr guten Freund von mir zum Beispiel frage, der derzeit das Pixel 7a verwendet, sagt er mir, wenn er in Zukunft mal mehr Budget hat, würde er erstmal trotzdem mein iPhone bevorzugen. Es ist also klar, dass sich dieser Effekt erst in der langen Frist zeigen kann, wenn Samsung und Google die Geduld beibehalten, weiter gemeinsam an einem Strang ziehen und durch gutes Nutzungserlebnis überzeugen können. Ein Zitat, das ich immer wieder anführe, ist: Wenn man ein Produkt freiwillig von einem Freund oder Familienmitglied empfohlen bekommt, ist das ein Effekt, das kein Marketingbudget auf dieser Welt erzeugen kann. Währenddessen muss das Pixel-Team weiter daran arbeiten, neue Kaufargumente, abgesehen vom Telefon an sich, als Hardware-Produkt zu schaffen, zum Beispiel durch das Software-Ökosystem, vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, denn das ist das Feld, das Apple in den letzten Jahren wirklich perfektioniert hat. Doch während die Smartphone-Industrie für Android derzeit eine schwierige Angelegenheit ist, braucht sich Google trotzdem erstmal wenig schlechtes Gewissen machen, denn bei digitalen Dienstleistungen und Software haben sie natürlich ein sehr starkes Monopol, während hier Apple eher der Abhängige ist. Im Bereich der künstlichen Intelligenz, die aktuell das Trendthema Nummer 1 ist, müssen sie daher genau andersherum mit OpenAI kooperieren, um gegen Google zusammen anzukommen. Bei Interesse werden wir also zu dieser Gegenseite in Zukunft auch nochmal ein Video veröffentlichen. Tiefgreifende Reviews und Vergleiche zu den neuen Smartphones der Pixel 9 Reihe werden natürlich alle auf unserem Kanal erscheinen. Die Produkte haben wir alle schon bestellt. Für Testgeräte von Google scheine ich leider noch zu irrelevant zu sein. Daher ist es eine gute Gelegenheit für euch, mal zu kommentieren, ob euch dieses neue Videoformat gefallen hat, und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren tiefgreifenden Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.